an den Bergen zu leben, das inspiriert mich schon zum Kochen, weil du hast extrem viel, was man aus dem Wald nehmen kann, ob es Kräuter sind, ob es Früchte sind. Das ist schon eine große Inspiration, ja. Mein Name ist Mario Döring. Ich bin Küchenchef im Interalpenhotel Tirol, das jetzt seit 10 Jahren. Ich habe eine Küchencrew von 64 Leuten. Unseren Chefstable gab es schon vor meiner Zeit. Es ist in der Küche, das heißt, ich koche, meine Mitarbeiter kochen mit und wir zusammen servieren auch und erklären auch, was auf dem Teller so stattfindet. Guten Abend, herzlich willkommen bei uns am Chefstable. Mario Döring, mein Name, bin der Küchenchef und zusammen mit meinem Team, Michael und der Johanna, machen wir heute den Chefstable. Sehr schön. Mich inspirieren beim Kochen schon eher die asiatischen Länder oder auch Südamerika. Wir schauen uns die Soßen an, was machen sie, gibt es das bei uns, kann ich das Gleiche mit unseren Produkten machen. Unsere Küche nur mit einem leichten asiatischen Einschlag. Servus Philipp. Heile. Was bringst du uns Gutes? Atlantik, oder? Ja, genau. Bei der Qualität, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Ob es Fisch, ob es Fleisch ist, ob es Gemüse ist, die Qualität muss stimmen. Super. Ja. Komm rein, ciao. Schönen Tag noch, gell? Ciao. Unsere Gäste erwartet am Chefstable am Anfang auf Wunsch eine Küchenführung, damit die auch mal sehen, was hinter den Kulissen so abgeht bei uns. Und dann startet das Ganze mit einem Glas Champagner. Es gibt ein paar Häppchen vorweg. Dann haben wir 8 Gänge. Was unsere Gerichte ausmacht, wir versuchen immer ein bisschen so Kindheitserinnerungen zu wecken. Dass man denkt, wow, das habe ich früher gegessen, das mag ich. Und jetzt einfach nochmal neu interpretiert oder ein bisschen aufgewertet. Unsere Küche macht besonders, dass wir natürlich frisch kochen. Wir machen die Nudeln im Haus selber, wir machen die ganzen Kartoffelbeilagen, Kartoffelgerichte selber, unser Gemüse ist frisch gekocht. Mein Geheimnis beim Würzen, eine Prise mehr Salz, also mutiger sein beim Würzen, ruhig ein bisschen mehr zugeben, dass das Gericht mehr Power hat. Ich mische sehr wenig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rosmarin hernehme, dann nehme ich Rosmarin her. Viele geben Rosmarin und Thymian zusammen in die Pfanne. Ich finde, das sind zwei starke Aromen, die aufeinandertreffen. Wenn Rosmarin, dann nur Rosmarin oder Thymian, aber nicht zusammen. Fermentieren, was es damit auf sich hat, ist, dass Gemüsesorten oder Fisch, was auch immer, haltbar gemacht wird. Das ist eine alte Methode von früher. In der modernen Küche hat es jetzt wieder einen Trend, einfach um nochmal einen anderen Geschmack rauszuholen aus dem Gericht. Also eine fermentierte Karotte schmeckt natürlich anders als eine frische Karotte. Und so kann man experimentieren und neue Gerichte entwickeln. Neue Gerichte entstehen bei uns eigentlich schon ständig. Es ist wie überall. Wer stehen bleibt, der rostet. Also es ist eigentlich immer eine permanente Entwicklung. Die Patisserie spielt am Chefstable auch eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben ein Signature, eine geblasene Zuckerkugel, die gefüllt wird. Und da ist schon sehr viel Arbeit dahinter. Das Gute am Chefstable ist, man bekommt halt ein direktes Feedback. Klopf auf Holz. Bis jetzt sind wir immer gut durchgekommen. Für mich ist es ein Hobby. Ich koche gern. Das muss man auch mitbringen für diesen Beruf. Teamwork ist in der Küche natürlich extrem wichtig. Ich lege auch großen Wert auf Harmonie in der Küche. Ich lege Wert auf Spaß bei der Arbeit. Das ist mir schon wichtiger. Ohne dem Team funktioniert überhaupt nichts.